YouTube. Ihr da draußen mögt Indie-Horror-Games. Ich mag Indie-Horror-Games. Und es kommen sehr, sehr viele Indie-Horror-Games über die Woche hinweg raus. Und deswegen haben wir hier so ein kleines Format entwickelt in der Formatschmiede. Und zwar nehme ich alle Spiele, die so auf meiner Liste landen, und kloppe sie direkt in ein Video rein. Ich weiß noch nicht, wie viele Horror-Games es in dieses Video hier hineinschaffen, aber ich denke mal, die ein oder andere Überraschung, die wird mit drin sein. Wenn ihr da draußen mich ein wenig unterstützen wollt und dass ich hier meinen Wahnsinn auf YouTube weiterhin treiben darf, dann auf jeden Fall bewerten und super mega wichtig für den Algorithmus einen Kommentar schreiben. Wie jetzt? Ihr wisst nicht, was ihr schreiben sollt? Nun, wie wäre es mit Hashtag Horrordosis? Einfach in die Kommentare schreiben und schon habt ihr mich ultra krass supportet. Das erste Spiel hat kein Titelmenü, man wird direkt hier in den roten Salon geworfen und zwar heißt es Shadows Unveiled Agnes. Und die gute Agnes, die hat die ein oder anderen Probleme und deswegen hat sie den besten und auch attraktivsten Exorzisten der Stadt angerufen, nämlich mich. Ja, ich muss das hier übernehmen. Ich habe keine Videokassette. Nope, ich habe keine Videokassette. Kann ich mich hier im Schrank verstecken? Nö. Agnes! Zugesperrt. Okay, da bekomme ich nicht wirklich große Informationen raus. Jedes Mal, wenn ich so eine Kommode in einem Flur sehe, muss ich an PT denken. Wird das so ein PT-Game? Ich glaube schon. Meine PT-Sinne sagen ja. Das ist so ikonisch, das Ding. Ne? Das baust du ein und direkt hast du ein Flashback. Aha, ja, es wird so ein Spiel. Wir sind im Loop. Wir sind im Loop. Was ist passiert? Wie bin ich wieder im Eingangsbereich gelandet? Merkwürdige Dinge geschehen hier. Wenn ich denke, dass es ist, was es ist, dann ist es verdammt gefährlich. Das war doch nicht beim ersten Mal hier. Interessant, dass immer noch das VHS-Tape als Medium gewählt wird, um in Horrorgeschichten irgendwas zu zeigen. Naja, keiner will eine Festplatte, oder? Ich meine, wenn da jetzt so eine Festplatte mit USB rumliegen würde, USB-Stick oder sowas, das ist irgendwie nicht so cool. Das ist einfach irgendwie nicht so cool. Die VHS ist einfach immer noch das gruseligste Format. Krankenhausflur. Und in der Besenkammer ist eine Leiche. Wow, 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 Alter. Wie, ich kann nicht anzünden. Ich habe kein Feuerzeug dabei. Das Feuerzeug ist doch das wichtigste Werkzeug für einen Exorzisten. Ich meine, wie willst du Kerzen anzünden? Ohne Kerzen kein Exorzismus. Dämonen hassen Kerzen. Zumindest christliche. Höllenkerzen dagegen mögen sie sehr gerne. Ich habe nie etwas gesehen wie das hier. Oh, Agnes. Wo bist du da nur hineingeraten? I. Warte mal. Oh, jetzt habe ich kein Licht mehr. Sah das Bild anders aus? Das Toilettenpapier ist doch einlagig. Wie geht's? Kann ich auch gleich meine Hand verwenden. Oh, hallo. Eine Nonne? Schwester Goodsmile? Schwester Goodsmile, ich habe gesagt, sie sollen im Auto warten. Während ich hier den Exorzismus mache. Ah, Licht geht wieder an. What? Ja, das waren Mächte, mit denen Agnes nicht zurechtkam. Sie hat mit ihrem Leben für diesen Fehler bezahlt. Ich muss herausfinden, was die Quelle des Bösen hinter all dem in diesem Apartment ist.
Okay, wir haben eine ekelhafte Nonne und wir haben eine Puppe. Nonne und gruselige Puppe. Das ist echt keine schöne Kombo. Ich mag sowas nicht. Und wir haben einen Mann im Glas. Was zur Hölle ist das? SM 784. Jep. Ein Mann im Glas. Ich glaube, ich erkenne sogar einen Schniebli. Hallo? Oh Gott, warum wird es so dunkel? Was ist das für ein Geräusch? Ich glaube, ich gehe einfach. Kann ich nicht. Kann ich mir eine Kerze mitnehmen? Das Bild, lag das schon immer da hinten? Ich habe leider keine VHS. Ich sehe da drin halt wirklich gar nichts, ne? Ist irgendwo ein Lichtschalter, den ich drücken kann? Was ist das für ein Geräusch? Hallo? Hier ist so ein bisschen Licht an. Aber ohne Lichtschalter wird's schwierig. Soll ich die Tür zumachen? Gut, Geist, lass uns reden. Im Namen Jesu Christi. Schlüssel gefunden. Alright. Verschwinde von hier. Würde ich echt liebend gerne. Ganz ehrlich, nichts lieber als das. Oh nein, der Mann im Glas ist verschwunden. Alter, what the? Igitt! Oh Gott, der war ja furchtbar. Ich bin in großer Gefahr an diesem Ort. Das Apartment ist komplett verflucht. Was für eine Kreatur war das? Ein Experiment von Agnes? Ich wäre fast ermordet worden. Doch das ist nicht das, was ich am meisten fürchte in diesem Moment. Wie jetzt? Es geht noch schlimmer als der nackte, komische, mutierte Fischfressen-Froschmann. Okay, ich habe ein Feuerzeug gefunden. Kann ich das irgendwie anmachen? Oh, Steuerung. 2. 1. Ach du heilige Kacke, was geht denn hier an diesem Ort? Überall Leichen. Und Folterinstrumente. Und Geflüster und Äxte. Und dämonische Zeichen am Boden. Und Kacke im Klo. Ich will weg, ich will weg, ich will weg, ich will weg, weg, weg. Unangenehm. Das nette kleine Apartment ist in Wirklichkeit fieser Dungeon. Wie jetzt? Ich habe mein Feuerzeug wieder verloren? Kann ich gehen? Oh. Surprise, Mother F. Jetzt bin ich im Krankenhaus.
Noch mehr Leichen. Oh Gott! Oh Gott! Oh mein Gott, die Nonne Goodsmile. Ihr sollt mir doch nur helfen bei Extremfällen. Muss einen Weg finden, die Tür zu öffnen. Das ist okay. Die alte Nonne Goodsmile. Ich habe gesagt, sie sollen im Warten wagen und wenn ich warten, was im Wagen warten? Im Wagen warten und wenn ich wirklich Probleme habe beim Exorzismus, dann rufe ich sie. Wir haben darüber gesprochen. Nonne Goodsmile. Man das hier öffnen? Schloss sieht so aus, als könnte man es irgendwie öffnen, ne? Okay, das Krankenhaus ist aber schon seit langer, langer Zeit verlassen. Nur die Leichen hat man hier gelassen. Das war nicht der Typ, der uns gechoked hat. Das war ein anderer. Hat Schwester Goodsmile irgendwelche Experimente hier gemacht? Ach, das ist eine Glastür. Ich einfach die Scheibe einschlagen. Okay, natürlich. Brauche ich eine Schlüsselkarte, ne? Am Ende ist es dann doch voll der Hightech-Ort. Okay, es gibt keinen Weg drumherum. Ich muss den Ursprung von diesem Bösen entdecken. Den so schnell wie möglich beenden. Wie auch immer, die Situation ist weit meiner Vorstellung. Möge Gott mir helfen. Möge Gott mir beistehen und Schwester Goodsmile. Auf die Bude. Oh Gott! Oh, ich dachte erst, was ist das? Am Kartoffelsack aufgehangen? Was, die Schwester? Die Kreatur beobachtet mich. Näher und immer näher. Ich kann nur schwer in ihre Augen des Todes blicken. Ein geheimer Raum. Irgendetwas Wertvolles, Wichtiges muss sich dort drin befinden. Natürlich eine Keykarten-Rote. Jetzt habe ich echt Angst, dass sie irgendwo hier oben an der Decke hängt. Schwester Goodsmile. Ach, guck mal hier, ein Drogenteddybär. Den sieht man auch verdammt häufig in Indie-Horror-Games, ne? Den Crackbären. Was hat die hier für ein Blutritual veranstaltet? Okay, was kann ich hier machen? Oh, wow! Moment, das war's? Oh Mann, ich dachte, es würde länger gehen. Das war die Early Version von Agnes, die echt Probleme hat. Wir sollten ihr, keine Ahnung. Also irgendwann kommt hier noch ein Update anscheinend. Schade, jetzt ging es gerade erst so richtig los und dann zieht das Spiel den Stecker. Und nein, das ist keine Demo. Das ist ein Spiel, das positiv bewertet ist und 2,29 € kostet für 15 Minuten Gameplay. Frech.
echt absolut frech, oder? Also, ich hätte gern weitergespielt. Ich hätte gerne mehr gesehen, weil es war Trash, aber es war eigentlich ganz okay. So hätte man, ja, hätte man auf jeden Fall was draus machen können. Hätte locker 40 Minuten gehen können, der Kram. Na gut, wir schauen uns das nächste Spiel an. Hab nicht damit gerechnet, dass es so kurz ist, weil es wie gesagt keine Demo ist, sondern, naja, nicht das fertige Spiel, aber es wird als fertiges Spiel verkauft. Ich glaube nicht mal als Early Access. Nächstes Spiel, hoffentlich länger, hoffentlich besser. The Stalked heißt das Ganze. Geht wahrscheinlich um Stalker und um sein Opfer. Und ich würde sagen, wir quatschen hier gar nicht groß lange rum, sondern dippen direkt rein ins Game. Ich meine, es kann ja nur besser werden. Das andere Spiel war zwar nicht grottig schlecht, aber super mega kurz. Und ich hoffe, das Spiel hier ist ein bisschen länger. Ich muss mit Liam Schluss machen. Ich hoffe, er wird es gut aufgreifen. Okay, wir müssen Schluss machen mit Liam. Ist das Liams Bude? Wenn ja, ui. Uiuiui, verdammt ist das Ding sexy. Überleg es dir gut, ob du mit Liam Schluss machen willst, Mädchen. Ich muss mir etwas zu essen machen. Ich bin hungrig. Ja, auf leerem Magen lässt sich natürlich schlecht trennen. Na, da muss man erstmal was spachteln. Immerhin Schluss machen ist eine schwere Aufgabe. Das tut weh. Aber sie hat sich verliebt in Juan. Den Gärtner. Klar, Juan hat einen tollen Körper und ist verdammt gut im Schlafzimmer, aber er hat eben nicht Liams Apartment. Was kann dir Juan bieten? Liebe und Sex? Okay, das ist vielleicht am Anfang eine geile Sache, aber blick in die Zukunft, Mädchen. Blick in die Zukunft. Was will sie denn hier essen? Jetzt sag nicht, die haut sich hier eine Dose Mais rein. Weißt du, voll die fette Bude, aber dann so ein Kühlschrank. Organic Food. Eine schöne, leckere Dose Buttermais. Die kann zaubern. Aus so einer Dose Buttermais macht die echt hier so eine geile Pfanne, ne? Wer würde jetzt noch klopfen um diese Uhrzeit? Juan? Mein Essen brennt an, Juan. Bist du es, Juan? Wer ist da? Baby. Darling, Liebling. Honigschnäuzelchen. Kann ich reinkommen? Ah, Liam, ich hab dir gesagt, das ist vorbei. Kannst nicht reinkommen. Oh, das ist ihre Bude. Sie hat sie schon getrennt? Komm schon, du kannst mich doch nicht einfach so hier draußen stehen lassen. Ich liebe dich immer noch über alles. Es ist vorbei, Liam. Ich hab jetzt Juan. Er hat 23 Zentimeter und ein Sixpack. Also geh nach Hause. Öffne die verdammte Tür, Kate. Ich werde die Tür nicht öffnen. Ich liebe dich nicht mehr, Liam. Ich liebe Juan. Du wirst mir gehören. Bald wirst du wieder mir gehören. Und Juan, den werde ich umbringen, du elende. Liam? Ach, Gott sei Dank. Klang so, als wäre er weggegangen. Gott sei Dank. Ah, das ist wahrscheinlich schon ein bisschen angebrannt unten, ne? Das ist jetzt schon unten so ein bisschen extra knusprig. Man hat's gehört, ne? Ich brauche jetzt mal endlich ein schönes heißes Bad, um mich selbst zu beruhigen. Also es ist ihre Bude, die gehört nicht Liam. Mädchen, alles richtig gemacht. Alles richtig gemacht. Ich habe nie an dir gezweifelt. Was war das? Hat der Juans Kopf durch die Scheibe geworfen? Gib mir bitte noch eine Chance. Ich werde dich gut behandeln und alles tun für dich. Ich verspreche es. Nur eine allerletzte Chance. Um mehr bitte ich dich doch gar nicht. Kann das so viel sein? Kuss, Umarmung, Liam. Nein. Nein, 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 nein. Ich muss hier verschwinden, bevor etwas Schlimmeres passiert. Du musst sofort die Bullen anrufen. What the? Alter, Liam sieht aus wie Mark Zuckerberg. Was ist jetzt los? Bin ich jetzt Liam oder bin ich immer noch sie? Ich rufe Grandpa an, oder was? Grandpa G.
Hallo, Grandpa, ich brauche deine Hilfe. Hey, Kate. What's up? Liam ist in mein Apartment eingebrochen, hat mich verfolgt. Ich konnte gerade so entkommen. Jetzt bin ich in meinem Auto und weiß nicht, wo ich hingehen soll. Das ist ja schrecklich, Liebes. Bist du okay? Hat er dich verletzt oder irgendwas in die Richtung? Nein, ich konnte entkommen, bevor er etwas tun konnte. Doch ich habe wirklich Angst davor, dass er mich findet. Okay. Ich schau mal, ob ich einen Ort finde, für den du, bei dem du eine Weile bleiben kannst. Danke. Du kannst bei mir natürlich wohnen, so lange wie du möchtest. Ich habe noch einen Business-Trip. Das ist in Ordnung. Ich fühle mich sicherer, als wenn ich hier bleibe. Kann ich jetzt sofort kommen? Klar, ich schicke dir die Adresse und den Schlüssel zu meinem Haus. Er ist in einem Blumentopf. Und vergiss nicht immer die Türen abzuschließen, wenn du nach draußen musst. Kannst immer durch den Türschlitz gucken. Okay. Danke nochmal, Großvater. Du bist ein Lebensretter. Kein Problem. Ich hoffe, alles geht gut aus und versuch cool zu bleiben und ruf mich an. Moment mal, die hat nicht die Adresse von ihrem Opi? Oh Gott, Mark Zuckerberg! What? 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 Alter, fahr weg! Wenn's sein muss, überfahr ihn! Liam. Das war ganz schön knapp. Ich danke Gott, dass ich da lebend rausgekommen bin. Ich hoffe, Liam wird mich jetzt nicht mehr finden. Ich bin endlich frei aus dieser toxischen Beziehung. Ende. War auch wieder nur so ein 6-Minuten-Spiel. Ende. Das war's, Leute. Und wenn sie nicht gestorben ist, dann lebt sie heute noch bei ihrem Großvater. Wo wohnt der denn? Warum wohnen die denn immer in irgendwelchen alten Waldvillen? Oh nein, hat Liam es irgendwie geschafft, mich zu verfolgen? Oder werde ich langsam zu paranoid? Natürlich ist das nicht er. Möglicherweise nur ein Nachbar. Alter, wie lebt denn Großvater? Count Grandpa hier, der Lord in seinem alten Herrenhaus. Im Keller hat er wahrscheinlich noch Nosferatu. Flashlight übers Handy. Meint, der hat gesagt, in einem Blumentopf, ne? Welchem? Ah. Immer abschließen. Wow, es ist ganz schön finster hier drin. Lass erstmal das Licht anmachen und das Schlafzimmer finden. Möchte so schnell wie möglich ins Bett. So, zu und abschließen. Habe ich abgeschlossen? Ja. Großvater ist nicht hier, ist auf einer Geschäftsreise, aber das nenne ich mal eine Bude. Das nenne ich mal eine richtig, richtig krasse Bude. Schlafzimmer wird wahrscheinlich oben sein. Ist das einlagiges? Verdammt! Doch niemand kacken gehen. Hier geht's wieder. Oh, hier geht's auch raus. Das ist ein altes Haus, das setzt sich, wenn es jemand betritt. Schlafzimmer, Schlafzimmer, Schlafzimmer. Ich habe alles abgeschlossen, oder? Das ist anscheinend sein Büro. Was ist denn mit dem Heizkörper? Der ist nicht aktiv.
Hier schläft Großvater. Es riecht nach altem Mann im Bett. Der alte Mannduft, den ich als Kind immer so geliebt habe. Tja, Mark Zuckerberg hat die Power von Facebook. Eine sehr mächtige Macht. Wow, ich habe so lange geschlafen. Moment, ist jetzt 3.55 Uhr mittags? Da muss ja. Ist Grandpa schon wieder zu Hause? Nein, Grandpa war doch weg. Grandpa G. Na. Das ist mein Auto, ne? Das rote. Hat's denn geklopft? Ich hab Angst. Ich will nicht, ich will echt nicht. Okay, ich check mal hier so ein bisschen. Soll ich wirklich aufmachen? Och nö, Liam! Was, das war der Vorbesitzer von der Villa hier und du bist die Person, nach der ich schaue. Ich hoffe, ich werde dich irgendwie demnächst mal hier treffen. Wir werden dich beobachten? What? Merkwürdig, oder? Ich muss einkaufen gehen, bevor es dunkel wird. Ich sollte vorsichtig sein. Ich vergessen, immer abschließen. Immer abschließen, Mädchen. Okay, die Nachbarschaftswache beobachtet mich. Und das war der Vorbesitzer von diesem Herrenhaus. Vielleicht ist Liam nicht mein einziges Problem. Kate wird irgendwie gerne gestalkt. Was ist das? Ein kleines Stück Papier? Wow, unheimlich. Sie sieht mir sehr ähnlich. Ashley wird vermisst seit 2013. Bitte helfen Sie uns, Ashley wieder zurück nach Hause zu bringen. Wenn Sie irgendwelche Informationen haben, die kleinste Kleinigkeit, kontaktieren Sie die Polizei. Ihre Hilfe könnte den Unterschied machen. Schrecklich, ich hoffe, Sie haben sie gefunden. Was will sie denn einkaufen? Snacks, Soda. Ein Stranger. Oh, hallo. Ich hab dich hier noch nie gesehen. Bist du neu? Ja. Ich bin gerade erst hergezogen. Ah ja, wo lebst du denn? Ich fühle mich nicht sehr wohl, damit ihnen das zu erzählen. Bist du alleine? Ah, geiles Stück. Tut mir leid, ich hab's eilig. Ich muss weiter. Okay, ich werde direkt hier angebaggert. Moment, das sind doch Brüder. Derselbe Typ. So, was will sie haben? Müsli? Milch? Wie kann ich denn hier einkaufen? Kann ich mir hier so einen Korb nehmen? Okay, eine Dose essen. Sie isst gerne aus Dosen, die Dame. Hier geht gar nichts. Ich kann raus. Ich kann rein. Aber ich weiß nicht, wie ich Korn mir schnappen kann. Weil hier ist doch Milch. Hier ist lecker Milch. Ich muss anfangen mit dem Dosenfressen. Was nimmt sie denn da? Ist Thunfisch. Hier ist Müsli. Hier ist ein Eimer Mayo. Chips. Ah, hier oben. Meatballs.
Hier steht ja nur Dosenessen. Welches Dosenessen willst du denn, Madame? Führt sich ja auf wie so eine Prinzessin. Ich will nur die feinste Dose. Ich will eine ganz bestimmte Dose, Kies. Das ist irgendwie Mayonnaise und so ein Kram. Ah, hier. Oh, jetzt sehe ich auch den Pfeil. Snacks. Soda. Okay, der Typ geht. Milch. War eigentlich hier. Wäre noch sowas wie ein Kühlregal. Ah, hier ist Milch. Cornflakes. Und natürlich, um die Nerven zu beruhigen, eine Flasche Wein, ne? Das ist alles. Ich muss bezahlen gehen. Hallo, ist das alles? Ja. Okay, das macht dann 22,50. Hier bitte. Dankeschön fürs Einkaufen. Sie sind neu hier. Wie lange werden Sie denn bleiben? Kein Problem. Ich weiß es noch nicht. Nicht zu lange. Wir werden sehen. Okay, haben Sie einen schönen Tag und hier ist Ihr Zeug. Dankeschön. Hier ist jetzt... Oh, Mama! Oh Gott, warum Spiel? Warum? Oh Gott. Du weißt, eine junge, hübsche Dame wie du sollte nicht hier draußen alleine rumlaufen, ha? Huh? Was willst du? Ich habe einige Wünsche, aber ich denke, das Beste ist, wenn sie nicht ausgesprochen werden. Sei vorsichtig und lass niemanden dich alleine hier draußen erwischen. Ich brauche deine Warnung nicht. Respektiere meinen Personal Space und halte Abstand und geh weg. Alter, was für ein Psycho. Was ist los mit den Leuten hier? Einer bekloppter als der andere. Irgendwie wollen mich alle stalken. Okay, ich darf die Einkäufe nicht vergessen. Warum brennt denn da Licht? Zu. Boah, ich hasse dieses Haus. Ganz ehrlich, ich würde durchdrehen. Was ist denn die Küche? Ist die Küche oben? Hier ist die Küche. Nice. Ich werde dich noch brauchen, Jesus. Ich brauche dich jetzt. Jesus. 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 Willkommen zu Hause. Unbekannte Nummer. Was zum Geier willst du? Du hast wunderschön in diesem Laden heute ausgesehen. Ich kann es nicht abwarten, dich erneut zu sehen. Ich komme näher. Ich bin bald da. Ist er hier drin oder ist er draußen? Er ist... Er hat an der Tür rumgespielt. Oder was ist, wenn ich bereits hier bin? Oh mein Gott, da unten steht ein Van. Shit, Alter. Warum ruft sie denn nicht die Polizei? Ich bin hier. Ich versteck mich unterm Bett. Das alles nicht. Ich will das alles nicht. Ich soll die Tür überprüfen. Ich habe abgeschlossen, oder? Ey, nee. Nee, ich mach die nicht auf. Ich bin doch nicht blöd. Ich bin doch nicht blöd und öffne die Tür.
Oh, Mädchen, willst du wirklich aufmachen? Bist du wirklich so irre? Oh Gott, ich bin tot. Ich bin sowas von tot. Ich kann halt nicht sehen, ob da jemand steht. Kacke, wieder so ein Brief. Jeder Schritt, den ich mache, öffnet ein tieferes Spiel. Ich bin bei dir bei jeder Entscheidung, bei jeder Bewegung. Es gibt kein Entkommen davor, meins zu werden. Alter Großvater, wo hast du mich denn nur reingezogen? Wegfahren und die Polizei anrufen. Das erste Vernünftige. Hätte ich noch zumachen sollen und abschließen sollen? Oh no. Nein, 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 nein. Nicht jetzt. Komm schon, starte, starte, starte. Geh an, Alter, bitte. Warum genau jetzt? Natürlich, weil dein Auto manipuliert wurde. Geh rein und ruf die Bullen. Erstmal abschließen. Was? Call the police. F. 911. Dispatcher, what's your emergency? Hi, ich brauche unbedingt Hilfe. Ich bekomme merkwürdige, bedrohliche Nachrichten, Briefe, Texte. Ich habe wirklich Angst. Okay, ganz ruhig, ich bin hier, um dir zu helfen. Kannst du mir bitte deinen Standort durchgeben? Okay, ich verstehe. Ein Officer ist direkt auf dem Weg zu deinem derzeitigen Ort. Kannst du mir die Art von Nachrichten oder den Inhalt der Nachrichten erklären? Sie beobachten mich, sie folgen mich. Nachrichten werden immer bedrohlicher und intensiver. Bitte beeilen Sie sich. Bleiben Sie dran. Hilfe ist unterwegs. In der Zwischenzeit versuchen Sie einen sicheren Ort in Ihrem Zuhause zu finden. Checken Sie nochmal die Türen, dass sie alle zu sind. Ich habe gecheckt, alle zu. Ja, die sind alle zu. Bitte beeilen Sie sich. Hilfe ist unterwegs. Halten Sie durch. Ich bleibe dran, bis der Officer eintrifft. Jemand versucht, die Tür zu öffnen. Der Officer wird jede Sekunde hier sein. Bitte, 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 bitte. Okay, Bullen. Da unten war ein weißer Van. Ob der noch da steht? Da, der unheimliche Van. Er ist eingetroffen, jetzt ist alles wieder unter Kontrolle. Der Officer hat diesen weißen Van da draußen, ja, genau. Okay, sie wollen ihn unter Verhör stellen. Wenn irgendwas passiert, dann zögern Sie nicht, uns anzurufen. Seien Sie vorsichtig. Danke für Ihre Hilfe. Ich werde Sie auf jeden Fall kontaktieren, wenn irgendwas passieren sollte. Was ist da los, Mann? Was ist da los? Was ist nur mit der Gegend los? Ah, ich hätte nie gedacht, dass ich mich wieder sicher fühle. Doch ich hoffe, die Dinge können jetzt wieder zur Normalität zurückkehren. Ich sollte jetzt erstmal sicher sein. Jetzt gehen wir erstmal raus in den Keller und machen den Strom wieder an. Oh mein Gott, ich traue mich gar nicht rauszugehen, weil ich habe den Bullen nicht gesehen. Was ist mit dem weißen Van? Ist der jetzt weg? Der ist weg.
Okay, wo geht's in den Keller? Boah, ich hätte so Angst, da reinzugehen. Was war das? Nicht öffnen. Strom sollte wieder an sein. Ist eine Taschenlampe, kann ich nicht mitnehmen? So wird hier geheizt. Na gut, Nacht bei so einem riesen Herrenhaus. Ja, was denkt ihr, wie schnell das Holz da drin verbrennt? Ich meine, ich habe ja auch einen Kamin. Muss ja dauernd nachfeuern. Wenn du damit ein ganzes Haus beheizen willst, hätte ich gar keinen Bock drauf. Ich schmüffel nach Schweiß. Ich sollte ein Bad nehmen und dann schlafen gehen. Ich würde die Tür offen lassen. Ich würde sie offen lassen. Ich würde auch nicht baden. Ich würde mich schon abduschen und fertig, wenn überhaupt. Lieber würde ich stinken, aber leben. Ich würde stinkend um mein Leben rennen. Endlich ein Moment des Friedens. Doch warum sollte ein Fremder so weit wegen mir gehen? Wie auch immer, ich hoffe, es ist endlich vorbei. Was war das? Hä? Klang wie ein Foto. Hör ich jetzt schon Dinge? Ich sollte ins Bett gehen. Jemand hat mich fotografiert. Jemand hat meine Prachtbrüste fotografiert. Das mag ich gar nicht. Eine Kamera? Großvater ist wahrscheinlich schon tot. Tür ist abgeschlossen. Tür ist abgeschlossen. Der ist hier drin. Es gibt bestimmt so einen geheimen Eingang oder sowas. Ich wette, es gibt hier irgendwo so einen geheimen Eingang. Da ist ich reingemogelt. Was war das? Weil ich dann. Da war doch was. Ich habe doch eben gerade so ein. Klang wie so ein Türknauf. Oh, bitte lass mich einfach pennen. Muss ja schlimm sein. Ich bin so froh, dass ich nicht gestalkt werde. Was ist das für ein Geräusch? Schritte. Wohl, keine Schritte. Sieht so aus, als würde das von dem Vorratsraum kommen. Was ist das? Das ist überall das Licht an. Ist mir völlig egal, die Stromrechnung ist mir sowas von kackegal. Ist das nicht für Butter? Oh Gott! Oh mein Scheiße! Alter, leck mich! Ich bin raus! Ich bin raus. Das war nur ein Albtraum. Boah, Gott. Oh, mein Herz. Ich sollte mal gucken, was Liam so treibt. Ich meine, ist er der Grund, warum das alles hier geschieht? Weil ich mit ihm Schluss gemacht hat. Ist alles meine Schuld? Hätte ich bei Liam bleiben sollen? Hätte er mich beschützt? Call Liam. Nein, Alter. Nein, natürlich nicht. Was denke ich nur? Ich sollte mich auf etwas anderes konzentrieren. Doch zuerst sollten wir mal gucken, dass das Haus auch wirklich leer ist. Ich fühle mich immer noch nicht sicher. Liam ist ein kranker Wichser, der einen Stein durch dein Fenster geworfen hat, um dich um Verzeihung zu bitten. Also bitte, Mädchen. Wie kommst du auf so eine Idee?
Was ist denn hier passiert? Ich sollte Juan anrufen. Juan kann mich beschützen, denn er ist stark, er ist durchtrainiert und hat ein sehr großes Glied. Was ihn gefährlich macht für andere Männer. Ah, oh, das Buch ist merkwürdig. Ich wusste es, ich wusste es. Nein, ich habe das Spiel noch nicht gespielt, aber ich wusste es. Die 27 Jahre alte Ashley wurde vermisst gemeldet am 15. August 2013 bei ihrem Ehemann. Zwei Tage nach ihrem Verschwinden von ihrem Zuhause. Zuletzt gesehen in ihrem Zuhause. Okay, sie hat Investigation betrieben. Okay, und sie suchen weiterhin nach Ashley. Sieh nur, Schatz. Wir haben es in die Nachrichten geschafft. Ziemlich cool, oder? Ich kann dich nicht ersetzen, Ashley. Es gibt keine, die so besonders ist wie du. Warum hast du mich dazu getrieben, das zu tun? Ich wollte dich doch nie verletzen. Meine Schuld? Wie kann es meine Schuld sein? Wie kann es meine Schuld sein? Ich wollte nicht, dass es so endet. Du hast mich zurückgelassen mit keiner anderen Wahl. Was zur Hölle mache ich nur? Wie kann ich nur ohne dich leben? Was ist nur der Punkt in der ganzen Sache hier? Ich schreibe zu einer toten Person. Ich würde alles tun, um dich zurückzubekommen. Bin ich am Träumen? Ich könnte schwören, das bist du. Sie sieht aus wie du. Bist du zu mir zurückgekehrt nach 10 Jahren? Oh mein Gott, er meint mich. Sie ist genauso hübsch, wie du warst. Sie muss meins werden. Sie wird meins sein. Egal, was geschieht. Ich kann sie nicht entkommen lassen. Wie du einst entkommen bist. Ich dachte, sie wäre tot. Warum solltest du mich verlassen wollen? Ich habe nichts getan. Egal, wie auch immer. Es ist jetzt nicht mehr wichtig. Du wirst mich niemals verlassen. Oh mein Gott. Ich muss Großvater anrufen. Was geht hier ab, Grandpa? Ich würde erstmal die Bullen anrufen. Das ist ein menschlicher, skelettierter Schädel und ein Ehering. Großvater, bist du da? Ja, ist etwas passiert? Ja, eine Menge ist passiert. Ich habe unheimliche Briefe bekommen. Und irgendjemand verfolgt mich. Und ich glaube nicht, dass es Liam ist. Ich habe die Polizei gerufen. Die haben einen Verdächtigen inhaftiert. Typ, der ums Haus geschlichen ist und mich beobachtet hat. Doch als ich dachte, es wäre alles vorbei, habe ich einen merkwürdigen, versteckten Raum im Haus gefunden, in dem jede Menge psychopathische Dinge waren. Was? Das ist doch verrückt. Vielleicht hat die Polizei den Typen verhaftet, der die Briefe hinterlassen hat. Ein versteckter Raum? Ich hab da seit 10 Jahren gewohnt. Ich habe ihn nie gesehen. Ich werde meinen Business-Trip beenden und so schnell wie möglich nach Hause kommen. Ich fühle mich schrecklich, dass ich dir nicht helfen kann und dass ich nicht bei dir bin. Ich hoffe, sie haben ihn verhaftet. Aber was, wenn nicht? Was zur Hölle ist da draußen nur los? Ich würde sofort abhauen. Was weißt du noch von der Person, wo du das Haus gekauft hast? Ich
weiß nur, dass seine Frau damals verschwunden ist ohne Spuren. Es war das Gespräch schlechthin in der Stadt vor einer Weile. Und sein Name war... Wieso lädt die denn nicht ihr Handy? Ernsthaft? Mein Telefon ist leer? Ich muss eine Taschenlampe finden, nur für den Fall, dass ich sie später noch brauchen werde. Ich erinnere mich daran, eine im Keller gesehen zu haben. Alter, da ist ein Totenschädel drin und ein Ehering! Er hat seine Frau ermordet, weil sie ihn verlassen wollte. Ich hätte Liam anrufen sollen, ohne Witz. Hätte ich Psycho gegen Psycho spielen können. Okay, wir waren dann aber in dem Van. War der Typ vielleicht... Ich weiß nicht, war das der beim Laden? Ich hole mir jetzt ganz schnell die Taschenlampe, renn rein und sterbe. Ich höre immer wieder Schritte. Ah, oh Gott, es ist nur ein Vogel. Es ist nur ein Vogel. Es ist nur ein verdammter Drecksvogel. Jetzt bleiben wir alle mal cool. Du da, bleib cool, okay? Das Spiel ist echt gut. Ich sollte nach einer Waffe suchen, nur für den Fall der Fälle. Let's start by looking through Grandpa's office. Ja, wir müssen erstmal in Großvaters Büro gucken. Der irgendwo eine Knarre hat. Das ist die Treppe, oder? Das ist die Treppe, die knarzt. Du. Großvater, hast du irgendwo eine Knarre? Großvater Chips? Zettel kann ich aber nicht lesen. Kann mich leider nicht ducken. Finde eine Waffe. Wo könnte... Ich meine, mein Großvater ist doch ein seriöser Mann. Der würde doch in Tresor oder in Waffenschrank oder sowas legen. Die ja nicht irgendwie einfach unter einer... Ist das sein Büro? Das ist sein Büro, oder? Hat er den Chips-Tüten, hat er seine Knarre? Dr. Pepper, Chips und eine Knarre. Ist nichts. Sollen die sein? Da ist nur ein Zettel drin. Ich würde gerne wissen, was da draufsteht. Ich kann mich halt nicht... Ich kann mich nicht ducken. Finde eine Waffe. Ist auch kein Geheimschrank oder sowas. Dann kann ich nur davon ausgehen, dass es... nicht sein Büro war. Auch nicht öffnen. Die Schubladen gehen auch nicht. Ich meine, man hat ja nicht in irgendeiner random Schublade eine Knarre drin, oder? Ist die Vorratskammer? Das da oben müsste eigentlich sein Büro sein. Hier ist das Badezimmer. Gruseliger Raum. Tja, ich könnte Jesus nehmen als Waffe. Du, jetzt bin ich überfragt. So viele Räume gibt es ja in diesem riesigen Haus irgendwie nicht. Ah. Ja. Das Einzige, was noch wäre, wäre das Ding hier. Aber das kannst du nicht öffnen. Jetzt geht's.
Nichts. Oh Gott. Das muss Großvater sein, oder? Nee, Moment, der kann doch nicht so schnell hier sein. Wir haben vor 15 Minuten mit ihm telefoniert. Das kann er nicht sein. Oh Gott, was zum Geier, wer bist du? Entschuldigung, wenn ich dich erschreckt habe. Jetzt wieder... Was? Muss ich irgendwas sauber machen? Natürlich hast du. Du bist der verdammte Irre, der mich vor ein paar Tagen am Laden angequatscht hat. Was willst du hier klarstellen? Ja, das heißt eher klarstellen. Ich weiß, das war ziemlich unheimlich. Doch es war nicht meine Idee. Liam hat mir erzählt, dass ich das machen soll. Und damit du ihn zurücknimmst und dich sicherer fühlst. Ich wollte jetzt einen Schritt weiter gehen. Doch ich konnte nicht. Ich fühlte mich einfach irgendwie schuldig und es tat mir leid um dich. Okay, das macht alles jetzt schon eine ganze Menge mehr Sinn. Danke, dass du mir das erzählt hast. Doch ich fühle mich nicht in deiner Nähe sicher. Kannst du bitte gehen? Ja, natürlich. Nochmal, tut mir leid. Okay, der wollte nur was klarstellen. Ich habe gedacht, das wäre jetzt irgendwie so ein Hauscleaner. Putze. Ja, immer dieses Englisch lesen, umswitchen und so. Wow, es ist jetzt schnell dunkel geworden. Ja, ja, auf dem Land, ne? Da wird es sehr schnell sehr dunkel. Wirklich? Es ist schon wieder dunkel? Ich habe keine Knarre. Ach, Kacke. Oh nein, ich will das nicht. Er ist hier im Haus, er ist hier im Haus. Ich wusste es. Ich meine, die Luke, Mädchen, die Luke. Du dachtest, das wäre vorbei. Fühlst du dich hilflos jetzt, ha? Huh? Tust du? Dein Auto funktioniert nicht. Dein Telefon ist tot. Die Polizei denkt, sie hat die Person erwischt, die hinter dir her ist. Und du weißt immer noch nicht, wer ich bin. Es gibt nichts mehr, was mich jetzt noch aufhalten kann. Hm, nicht schlecht. Schachmatt, würde ich mal sagen. Was tue ich? Ich weiß. Ich laufe einfach runter, den Weg und den ich gesehen habe und vielleicht gibt es irgendwelche Nachbarn, die mir helfen können. Boah, ist das eine gute Idee? Ich meine, er ist hier im Haus. Also das Haus ist auf gar keinen Fall sicher. Gott. Geh hier lang. Okay, Kate, ich hoffe, du bist sportlich. Ich hätte Liam doch vielleicht anrufen sollen. Es ist halt so eine richtige Luigi's Mansion. Voll unheimlich, yo. Okay, hier haben wir doch das Auto gesehen, ne? Ich würde niemals so wohnen wollen. Blaue Auto. Das ist definitiv Liams Auto. Oh, Liam war auch hier und wurde ermordet. Ja, und jetzt? Was mache ich jetzt? Fährt das Auto noch? Ist es am Ende doch Liam? Oh, hier... Alter Mädchen, du bist... What? Das ist ganz schön schnell eskaliert. Von ich laufe lieber runter zu den Nachbarn zu, ich bin plötzlich in der Mine drin.
Heilige Scheiße. Was war das? Doch da eben so ein Blut. So ein Wimmern gehört. Liam, okay. Liam, was ist mit dir passiert? Ich würde sowas tun. Sie gehört mir. Und nur mir. Alter, Liam ist gerade eben verreckt, als ich hier reingegangen bin in die Mine. Oh Gott, das Spiel ist ja voll Psycho, ey! What the f... No! Ah, scheiße. Ich glaube, das sind die Überreste von Ashley. Was für ein krankes Schwein war ihr Ehemann. Ich will gar nicht wissen, was er mit mir anstellt. Ja, da geht's wahrscheinlich rein ins Haus, ne? Oh Gott! Oh, leck mich! Hey, ich konnte nicht mehr länger warten. Ich brauch dich jetzt. Meine neue Ashley. Okay, du warst es also, der mir die Briefe geschickt hat. Ich weiß, ich sehe deiner Ex-Frau ähnlich. Doch ich kann sie nicht ersetzen. Interessiert mich nicht. So wie du aussiehst, ist das mehr als genug für mich. Komm her zu mir, ich habe darauf viel zu lange gewartet. Nein, ich muss wegrennen, bevor es zu spät ist. Boah. Ich will mich nicht umdrehen. Die Cops! Alter Scheiße, ich bin in irgendeiner Mine. Oh, ich hab's geschafft. Die Polizei ist gerade noch rechtzeitig eingetroffen, dank Großvater. Er ist so schnell wie möglich nach Hause gekommen, nachdem der Anruf von Kate plötzlich abrupt beendet wurde. Als er zu Hause angekommen ist, realisierte er, dass Kate nirgendwo zu sehen war. Er ging davon aus, dass das Schlimmste hätte passieren können. Er hat sofort die Polizei angerufen. Und die sind rechtzeitig eingetroffen. Der Mann im weißen Wagen sagte, er war außerhalb des Hauses, weil er eine merkwürdige fremde Person vom Laden aus sie nach Hause verfolgen hat sehen. Blablabla. Natürlich hat die Polizei ihm nicht geglaubt, als sie niemand anderen hier vor dem Haus sah. Okay. Er wurde dann also noch am selben Tag freigelassen. Die Polizei hat ihren Fehler eingesehen. Liams Komplize wurde nach diesen ganzen Sachen nie wieder gesehen. Der Psychopath, der seine Ex-Frau Ashley ermordet hatte, Liam und beinahe Kate, wurde lebenslänglich ins Gefängnis gesteckt. Kate versucht ihr Bestes, um sich von den Ereignissen zu erholen, doch es ist sehr schwer. Nachts hört sie oft diese dumpfen Klopfgeräusche an ihrem Schlafzimmer, an ihrer Schlafzimmertür. Sie hat Schlafprobleme. Sie erwischt sich jeden Tag dabei, wie sie sich selbst immer wieder umdreht, um alles zu scannen, und hat Angst und ist paranoid. Dankeschön fürs Spielen. Geiles Game. Richtig stark. Nee, wirklich.
auch von einem Typen entwickelt. Also das erste Spiel hier heute war nicht so pralle, aber das hier war richtig, richtig strong. Das hat mir sehr gut gefallen. Hashtag starkes Spiel in die Kommentare schreiben, wenn ihr es auch gut fandet. Ja, schauen wir mal, was es noch so in der bunten Wundertüte alles gibt. Das nächste Indie-Horror-Game ist sogar wirklich kostenlos. Limp from Limp heißt das Ganze. Und das erinnert so ein bisschen an Buckshot Roulette, obwohl es da eigentlich gar keine Schrotflinte gibt und auch kein Roulette gespielt wird. Aber ihr werdet sehen, was ich meine. Es ist eben so ein Spiel auf Leben und Tod mit Selbstverstümmelung. Klingt sexy? Dann gehen wir mal rein. Welcome, patient. All of us here at the Raymond Mitchell Association want to thank you for your participation in our limb regrowth program. Your generous service helps us aid all of humanity. We understand if you're confused, but don't worry, you're not alone. There is another patient to keep you company in our facility, and they're very eager to meet you. All we ask is that you play a game of chance with your new friend to determine the effectiveness of our procedure. There is a small penalty for losing, but luckily for you, the very nature of this program means you won't suffer any permanent damage. In the following room, you will see a game board representing the maze in our facility, with the human statuette representing you. Your goal is to navigate through this maze and find a way out. But be careful, some tiles, represented by various colors, will initiate certain events, and you might not find all of them to be pleasant. A small cabinet has been provided for you to store all the useful items you come across. Hover over items to see their descriptions, and left-click to move them on and off the provided medical tray to equip them. Be sure to use your items strategically, as once they are used, they are gone forever. In the case that you need to hear this message again, please feel free to replay it from the phonograph in the following room. Okay, ihr habt's gehört. Man spielt ein Spiel und man bekommt diverse Items. Wir müssen hier uns bewegen auf einem Schachbrett und das ist, glaube ich, ein Item. Was haben wir denn hier? Zwei Items, die wir wählen dürfen. Na gut, nehme ich das hier. Nehme ich den Jack in the Box mit. Boah, direkt jetzt ein Fight oder was? Und ich habe nur ein Bonus-Item. During your encounters with the other patient, a standard 52-card deck will be placed before each of you, and each patient is allowed 5 cards in their hand. Luckily for you, since you're the challenger, you'll always start first. All revealed cards will be moved to the discard pile off to the side. You will only be able to redraw once you've used all the cards in your hand. Of course, and your deck won't be shuffled until all cards have been sent to the discard pile. In each deck, there are 31 safe cards, 16 death cards, and 8 joker cards. Drawing a safe card allows you to pass your turn with no consequences. But if you draw a death card, you will unfortunately have to relieve yourself of one of your fingers. Additionally, for your convenience, there will be a monitor keeping track of the amount of death cards currently on the table. If 3 jokers are drawn, an execution will begin. Whoever draws the 3rd joker has the option to choose either themselves or their opponent to have their current hand scanned. If you choose yourself, your hand will be scanned for death cards. If you have any death cards, they will be removed from your hand. If you do not possess any death cards, when you perform this action, one of your fingers will be similarly removed. The same is true for your opponent. Should you win the game, you will be returned to the game board. Should you lose all your fingers within an encounter, you will permanently lose 2 fingers and return to the board. This procedure is still a work in progress after all. Regrettably, if you permanently lose all your fingers, you will no longer have the opportunity to be a part of this wonderful project, and you will be retired. Any fingers you collect from your opponents can be kept in trade for items in the item shop, the location of which is noted in blue on the game board. You can see your collection of fingers in a jar located in the game board room cabinet. In case you need to hear this message again, please feel free to replay it from the phonograph located in the game board room. Okay, das ist auf jeden Fall so ein Kreis-Industry-Game, ne?
Das hat sich doch Kreis ausgedacht. What the heck bist du denn für ein widerliches Ding? Okay, eine Kamera. Da legen wir mal los. Und ich muss mir direkt einen Finger wegkloppen. Oh, fängt ja schon mal gut an. Geil, Alter. Absolut geil. Und ein Joker. Boah, er kaut sich hier einfach die Finger weg. Was soll das für ein Ding sein? Was bist du für eine widerliche Geburt? Okay, safe. Komm schon, Baby. Oh, direkt den nächsten Finger wegholen. Bei ihm läuft es irgendwie top, ne? Ach, komm schon. Ich habe schon zwei Finger verloren. Okay. Puh. Bitte, 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 bitte. Oh ja. Eine. Ach, es kann doch nicht sein. Und ich hab die jetzt, oder was? Nee, er hat sie, er hat sie, er hat sie. Okay, hier drüben steht, wie viele von den Death Cards im Moment auf dem Tisch liegen, ha? Drei sind's diesmal. Komm schon, zieh eine. Doch, ist alles cool. Eine weniger. Hab ich zwei Stück? Oder hab ich eine? Das ist halt jetzt die große Frage, ne? Oh mein Gott. Doch, kann ich rein theoretisch zwei Stück haben? Oh mein Gott, ich hab nur eine. Wenn überhaupt. Die Runde geht definitiv an uns. Ich habe keine. Ist es der letzte Finger? Ja. Alter, was ist das nur für ein krankes Game? Da drüben war ein elektrischer Stuhl. Oh, yes, ein Item. Ich frag mich halt, wo ist der Ausgang, ne? Das Blaue ist der Shop, hat er doch gemeint. Was ist das denn hier? Okay, ich nehme den Hühnerknochen. Ah, Hühnerknuppel! Gib mir den Hühnerknuppel! Oh, noch ein Item. Edel. Da kann ich den Finger wieder antackern. Und hier habe ich ein Glas mit Kacke. Ich nehme das hier. Ein Glas mit Scheiße ist immer eine gute Sache. Warte mal, hier sehe ich meinen Kram so, ne? Okay, die Items sind alle noch drauf. Und ich wette, die müssen wir auch nutzen. Ich kann mir schon gut vorstellen, dass der Dude mir das Leben zur Hölle macht. Ah, und da geht's wieder in den Fight. Ob da unten noch ein Item gewesen wäre? Ich glaube, ich traue mich. Och, komm schon. Sechs Stück. Okay, hat auch einer. Sechs Stück. Jetzt ist nur noch vier, ne? Ich nutze Kacke. Ich weiß, dass es eine Schlange ist, okay? Nur ein Glas mit Kacke wäre witziger.
What? Ja, ich bin am Arsch. Das, ich What? Okay, er redraht jetzt seine Hand. Ich hab trotzdem alle. Also ich werde jetzt immer wieder einen Finger verlieren. Also ich habe gar keine Chance. Das sind alles Fingerverliererkarten. Toll. Na, ich bin erledigt. Das sind drei Karten. Keine Chance. Ja, super. Was geht denn da ab? Ich kann nicht mehr gewinnen. Jetzt starte ich mit zwei. Das ist alles hier. Das ist mies. Das ist richtig mies. Ja, toll, ich habe keine Chance. Ja. Ich habe verloren. Gnadenlos. Also die Hand war richtig beschiss. Ist das ein Item? Nee. Oh, die nächste Runde direkt. Oh Gott, wo bin ich hier nur gelandet? Zwei. Ich hoffe, die sind bei ihm. Die müssen bei ihm sein. Eins ist schon mal weg. Weil ich habe ja jetzt weniger Finger. Und ich kann die auch, glaube ich, nie wieder zurückkriegen, oder? Komm schon, zieh noch einer. Ist halt pures Glück. Pures Glück. Ja klar, aber auch eine bei mir. Gut, neue Karten. Neues Unglück. Nämlich für mich. Ich habe nur noch zwei Finger. Oh, fünf. Wahrscheinlich sind sie wieder alle bei mir, ne? Na, ich habe nur noch einen. Da ich alle Karten ziehen muss, habe ich eigentlich jetzt schon wieder mathematisch verloren. Ja, komm schon, Spiel. Das war's schon wieder. Uff. Give me another one. Das kann ich nie wieder einholen. Was ist das? Grün? Was war grün? Ich hab gewonnen, ich hab überlebt. Oder? Ich glaube, ich darf nach Hause. Yes, baby! Alter, geil! Das war der Ruhestand. Wie auch immer, das war Limp from Limp. Jetzt habt ihr auch noch das böse Ende gesehen. Das ist der Ruhestand. Ihr kommt auf den elektrischen Stuhl und werdet hingerichtet. Ja, das kann man auch als Ruhestand beschreiben. An sich finde ich die Idee von dem Spiel ganz cool. Klar, es ist ein kostenloses Spiel. Dementsprechend habe ich meine Erwartungen ein wenig runtergeschraubt. Aber ich hatte jetzt das Glück, ich hatte einen sehr, sehr schnellen Run. Ich bin da relativ gut durchgeflitzt. Wenn man aber so ein Glück nicht hat, dann kann es auch schon ganz schön zermürbend werden. Also der Ausgang ist natürlich random. Also alle Felder sind random, die man in dem Spiel auf diesem Schachbrett besuchen darf. Und ihr habt ja gesehen, das Monster hat mich ganz schön rangenommen. Also ich hatte ganz schön Pech, was meine Kartenhände anging. Aber am Ende ging trotzdem alles gut. Das waren sie, drei Horrorspiele,
Das Stalked war auf jeden Fall top. Das war richtig gut. Das hat mir sehr gut gefallen. Das erste war, wie gesagt, viel zu kurz. Da kann ich gar kein richtiges Urteil sprechen, weil kaum fing es an, war es vorbei. Und das dritte jetzt hier, ja, das war okay. Das war okay. Also, man könnte daraus was basteln. Das könnte eine nette Spielidee werden. Ich finde eh diese Idee mit Horror und Kartenspiel, Roulette-Spiel oder sonstige simple Spiele zu verbinden, eigentlich ganz cool. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Bewerten, kommentieren mit dem Hashtag Fingerklauer. Fingerklauer Hashtag in die Kommentare schreiben. Zum Supporten, auf Wiedersehen und tschüss!